Einen schönen und guten Spätvormittag aus dem Klangraum Krems Minoritenkirche. Willkommen bei den Europäischen Literaturtagen 2020. Ich begrüße Sie zur literarisch-musikalischen Matinee zu Ehren der Schriftstellerin A.L. Kennedy. Wegen des Corona-Lockdowns, der in Österreich seit Dienstag gilt, sind in diesem Jahr die Veranstaltungen, Begegnungen und der Austausch mit internationalen Schriftstellerinnen und Schriftstellern hier im Klangraum Krems nicht möglich. Ich freue mich, Sie stattdessen ein weiteres und letztes Mal zur digitalen Ausgabe der Europäischen Literaturtage 2020 begrüßen zu können. Die heutige literarisch-musikalische Matinee ist eine Kooperation der Europäischen Literaturtage mit dem Hauptverband des österreichischen Buchhandels und dem Festival Glatt und Verkehrt. Bei mir ist Benedikt Vöger, Autor und Verleger, heute in seiner Funktion als Präsident des Hauptverbandes des österreichischen Buchhandels, der 2020 A.L. Kennedy in einer besonderen Form ehrt. Guten Morgen, Herr Vöger. Guten Morgen. Erzählen Sie uns bitte ein wenig vom Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels, der ja heuer bereits zum vierten Mal im Rahmen der Europäischen Literaturtage überreicht wird. Insgesamt wird der Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln heute zum 30. Mal verliehen. Also ein schönes Jubiläum, wo wir uns sehr freuen, dass wir das hier feiern dürfen. Dieser Preis wird vom Hauptverband des österreichischen Buchhandels und dem Fachverband Buch- und Medienwirtschaft der Wirtschaftskammer Österreich gemeinsam jährlich an eine europäische Autorin oder einen europäischen Autor verliehen, der oder die sich durch ihr Leben und ihr Werk für die Verständigung in Europa herausragende Verdienste erworben haben. Grundlage für die Preiswürdigkeit der Auszuzeichnenden ist sein oder ihr Bemühen, als Mensch und Autor gegenüber den anderssprachigen und kulturell geprägten Nachbarn Toleranz zu üben. Zuletzt haben diesen Preis Francesca Melandri, Ilja Trojanow und Elif Shafak erhalten. Danke sehr, Benedikt Vöger. Die musikalische Umrahmung dieser Sonntagsmatinee kommt von der Formation Mario Roms Interson. Das Trio gehört zu den international erfolgreichsten Jazzformationen aus Österreich und wurde unter anderem durch die Filmmusik zu But Beautiful von Erwin Wagenhofer bekannt. Sie hören nun Mario Rom an der Trompete, Lukas Granzl-Binder am Bass und Herbert Birker am Schlagwerk. We'll be right back.
Ja, herzliches Hallo auch von uns hier in die Minoritenkirche und raus in die Welt. Es freut uns sehr, heute Teil der Preisverleihung zu sein. Natürlich schade, dass wir nicht selbst vor Ort in der Kirche sein können. Das haben die derzeitigen Bedingungen nicht zugelassen. Aber wir schicken unsere Musik trotzdem intensiv an alle, die sie gerade hören und alle, die gerade zuschauen. Sie hören Mario Rom an der Trompete, Herbert Birk am Schlagzeug, Lukas Kranzl bin am Bass. Wir sind Mario Roms Interzone und das war ein Stück, das hat geheißen Pleasure as Relief. Vielen Dank an Mario Rom für das erste Musikstück und vielen Dank für die freundlichen Worte. Wir schalten nun ein erstes Mal zu A.L. Kennedy und Rosie Goldsmith. Good morning and hello, Alison, hello. Rosie. Hello. Good I'm morning. So glad to have you with us, at least on screen. How are you today? As we cannot have you here on stage with us, please tell us, where are you now? Where exactly? I'm just outside London, about an hour's drive outside of London. It's very sad to see places that I know where I can't be. So I know where you are, and I miss it. And I know where you are too. We know how to find you. also, I'm not in London either. Both Alison and I are in lockdown in our various places. I'm in Wiltshire, which is about 2 hours out of London. So, and we both would much rather be there with you at the moment. We really would. We miss it very much indeed, Walter. And it's lovely to see you and Benedict again. And we're looking forward to this event today. It's a great honor for me to be here with Alison Kennedy. So thank you for the moment. I will come back soon to you. Sie hören nun die Grußworte von Reinhard Resch, Bürgermeister der Stadt Krems an der Donau, Andrea Mayer, Staatssekretärin im österreichischen Bundesministerium für Kunst und Kultur und Martin Eichtinger, Landesrat für internationale Beziehungen des Landes Niederösterreich. Sehr geehrte künstlerische Leiter Walter Grund, sehr geehrte Ehrenpreisträgerin, geschätzte Damen und Herren. Es freut mich, dass die Europäischen Literaturtage trotz der aktuellen Situation zumindest online stattfinden können. Leider müssen wir die beeindruckenden Räume, die das analoge Ambiente der Minoritenkirche in Stein gegen den digitalen Raum eintauschen. Das Wichtigste aber bleibt der Inhalt. Literatur öffnet Räume, Möglichkeitsräume, Freiräume, Denkräume. Sie ist somit nicht gebunden an Veranstaltungsräume und an Örtlichkeiten. Auch wenn der direkte persönliche Austausch, das Zusammentreffen, das Vernetzen, das sich einander spüren derzeit fehlen, Literatur verbindet, macht sichtbar. Nichts ist sichtbar, nichts ist unsichtbar.
Diese beiden Kunstwerke hinter meinem Arbeitstisch von Leo Zobmeier begleiten mich täglich. Ohne Kunst und Kultur wäre es nicht nur still, wir wären auch blind. Die europäischen Literaturtage halten nicht still und sie öffnen Augen. Mit der Verleihung des Ehrenpreises des österreichischen Buchhandels für Toleranz und Handeln an Alison Lewis Kennedy setzen die Literaturtage ein aktives Statement für Hinschauen, das Sehen. Als Bürgermeister und Kulturreferent hoffe ich sehr, dass im kommenden Jahr die Kooperation mit dem Literaturhaus Europa und der Stadt Krems weitergehen kann. So wird die gemeinsame Reihe Verborgenes und Erlesenes 2021 in die dritte Runde gehen. Und ich wünsche den Literaturtagen gelungene Veranstaltungen und ein interessiertes und kritisches Publikum. Offene Ohren, offene Augen. Auf ein persönliches Wiedersehen 2021. Liebe Freundinnen und Freunde. Liebe Freundinnen und Freunde der Gegenwartsliteratur, sehr geehrte Damen und Herren, Bücher sind nur dickere Briefe an Freunde, schrieb der deutsche Erzähler Jean-Paul einmal. Ich möchte diesen Satz weiterdenken und behaupten, Literatur ist die freundliche Einladung zum Gespräch über Grenzen und Zeiten hinweg. Dieser Einladung kann jeder nachkommen, der Bücher liest. Andererseits sind Bücher und die Literatur nicht nur auf eine Leserschaft, sondern auch auf den öffentlichen Diskurs angewiesen. Bücher entfalten ihre Wirkung beim Lesen und beim Reden über sie. Das passiert durch Kritikerinnen und Kritiker in den Feuilletons. Und bei den vielfältigen Unterhaltungen der Leserschaft, die in Buchclubs, Literaturhäusern, Büchereien und Literaturfestivals stattfinden. In diesem schwierigen Jahr der Pandemie ist das jedoch aus dem Lot geraten. Der breite, beständige Austausch ist fast eingebrochen. Wir vermissen diese Begegnung schmerzlich. Daher freue ich mich besonders, dass die Europäischen Literaturtage trotz aller Widrigkeiten den Gesprächsfaden wieder aufgenommen haben und die Leserschaft online im Netz verbindet. Ein großes Dankeschön dafür gebührt den Machern der Europäischen Literaturtage. Ich möchte es auch nicht verabsäumen, Ihnen, liebe Frau Kennedy, zum Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln zu gratulieren. Sie erhalten diese Auszeichnung für Ihr literarisches Werk, aber auch für Ihr großes gesellschaftliches Engagement. Zum Abschluss möchte ich uns allen noch einen hoffnungsfrohen Gedanken aus einem Interview mit Alison Lewis Kennedy mit auf den Weg geben. In der Zeit nach der Pandemie sagt sie, Zitat, werden wir gelernt haben, einander zu lieben. Schwarz, weiß, Moslem, Atheist, Jude, Christ, männlich, weiblich, transgender, homosexuell, heterosexuell, alt, jung. Alle diese Etiketten, die uns trennen, sind bedeutungslos geworden. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen alles Gute. Liebe Grüße aus Wien. Liebe Freundinnen und sehr Freunde geehrte der Gegenwartsliteratur. Ich freue mich heute bei der Verleihung des Ehrenpreises des österreichischen Buchhandels für Toleranz im Denken und Handeln an A.L. Kennedy digital dabei sein zu dürfen. Ich darf zunächst sehr herzliche Grüße von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner übermitteln. Wir haben in den vergangenen Monaten eine außergewöhnliche Situation erlebt, die noch nie zuvor dagewesen ist, für die es auch keine Vergleichswerte gibt und die alle Bereiche unseres Lebens massiv verändert hat. Vor allem war es die Kunst und Kultur, auf deren Genuss wir einige Zeit verzichten mussten und jetzt wieder verzichten müssen. Insbesondere auf Veranstaltungserlebnisse und den direkten Austausch mit den Künstlerinnen und Künstlern. Umso mehr freut es mich, dass wir heute diese so wichtige Verleihung auf digitalem Wege begehen können. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, Corona dominiert derzeit alle Bereiche unseres Lebens. Es gibt aber andere Themen, die wir nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wenn wir einen Blick in die Welt werfen, sehen wir nämlich, dass Freiheit keine Selbstverständlichkeit ist. Das Trennende wird oft dem Gemeinsamen vorgezogen.
das Miteinander für ein Gegeneinander eingetauscht. Die Toleranz weicht vielfach der Intoleranz. Die Formen dieser Intoleranz tragen unterschiedliche Gesichter. Noch immer erleben wir Diskriminierung wegen Religion, Hautfarbe, Geschlecht oder sexueller Orientierung. Umso wichtiger ist es, dass heute der österreichische Buchhandel diesen so wichtigen Preis verleiht. Benedikt Vöger, Präsident des Hauptverbandes des österreichischen Buchhandels, beschreibt E.L. Kennedys Schaffen sehr treffend als Stimme gegen Intoleranz, Ausgrenzung und Unrecht, die mahnt, dass der Mangel an Menschlichkeit mit dem Mangel an Kultur und der Geringschätzung von Kunst einhergeht. Und das sind wahre Worte, denn wir wissen, unser Schatz ist die Vielfalt unserer Kulturen und Sprachen. Bücher zu lesen ist die eine Sache, die andere ist, sich selbst darin zu erkennen, sich selbst zu reflektieren und sich dann mit dem Selbst kritisch auseinanderzusetzen. Das bedeutet Bewusstsein bilden. Literatur hilft uns bei der Bewusstseinsbildung im täglichen Leben. Meine sehr geehrten Damen und Herren, mit Kunst und Kultur haben wir ein starkes Werkzeug, das unsere Werte wie Freiheit, Miteinander und Toleranz transportiert. Im Gedicht Die Künstler verdeutlicht Friedrich Schiller die Verantwortung und Chancen der Kunstschaffenden. Der Menschheit Würde ist in eure Hand gegeben, bewahret sie. Sie singt mit euch wird sie sich heben. Und meine sehr geehrten Damen und Herren, die Verleihung des Ehrenpreises des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln macht den heutigen Tag zu einem, an dem die Würde der Menschheit gehoben wird, weit nach oben. Denn, und das sage ich als glühender Europäer, Ihre Werke, geschätzte Frau Kennedy, sind ein essentieller und unverzichtbarer Beitrag für ein kulturelles Miteinander. Ein Dankeschön möchte ich den Organisatoren für ihren Einsatz und ihr Engagement für die europäischen Literaturtage sagen. Ebenso dem Hauptverband des österreichischen Buchhandels für diesen Ehrenpreis. Gerade der Buchhandel durchlebt schwierige Zeiten. Ich gratuliere der Preisträgerin von ganzem Herzen und wünsche Ihnen allen einen schönen Tag. Vielen Dank für diese freundlichen und ermutigenden Grußworte von Bürgermeister Reinhard Resch, Frau Staatssekretärin Andrea Mayer und Herrn Landesrat Martin Eichtinger. Ich bitte nun Benedikt Vöger, der bei mir hier im Klangraum Krems Minoritenkirche ist, um seine Ausführungen zum Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln 2020 an A.L. Kennedy. Ich darf Deutsch sprechen, wie ich gehört habe. Sehr geehrte Frau Kennedy, sehr geehrte Festgäste, ich möchte mich auch ganz herzlich für diese schönen Worte bedanken. Sehr geehrte Damen und Herren, ungewöhnliche Zeiten verlangen nach ungewöhnlichen Lösungen. Und ich bin den Europäischen Literaturtagen ungemein dankbar, dass sie diese Lösung nicht nur für die vergangenen Tage, sondern auch für die heutige Preisverleihung gefunden haben. Der Friedenspreis des deutschen Buchhandels wurde vor genau einem Monat in der Frankfurter Paulskirche an Amartya Sen verliehen und musste auch in digitaler Form abgehalten werden. Die Laudatio des deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier musste von einem Schauspieler verlesen werden, da er am Vortag in Quarantäne sich begeben musste. Es ist kein Zufall, dass die beiden wichtigsten Auszeichnungen, die die deutschsprachige Buchbranche zu vergeben hat, der Friedenspreis des deutschen Buchhandels und der Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels in Toleranz und Denken, in Denken und Handeln heißen. Frieden und Toleranz sind die gesellschaftlichen Eckpfeiler, auf denen jeder intellektuelle Diskurs, auf denen jede Schaffung und Auseinandersetzung mit Kunst, in unserem Fall in Form von Literatur, fußt. Und es ist das erste Anliegen jedes Verlegers, aufzuklären, zu informieren und zu vermitteln. Auch und gerade um die Fundamente seiner Arbeit und Rezeption, den Frieden und die Toleranz zu stärken. Es ist die ureigenste Eigenschaft des Verlegers und des Buchhändlers, an die Utopie einer gerechten und friedlichen Welt im Zeichen der Toleranz in Denken und Handeln zu glauben. Und das seit Jahrhunderten. Die Toleranz einer Gesellschaft zeigt sich in ihrer Kultur.
Kultur ist kein Luxus, sondern Kultur begründet die Identität einer Gesellschaft, begründet deren Selbstverständnis und bildet die Grundlage für den Umgang mit anderen Gesellschaften. Ich darf aus der Preisbegründung der Jury zitieren: A.L. Kennedys Romane und Erzählungen sind tiefschürfend und wagemutig und gehören zu den künstlerisch wichtigsten Werken der Gegenwartsliteratur. Zugleich scheut sich A.L. Kennedy nicht, regelmäßig ihre Stimme gegen Intoleranz, Ausgrenzung und Unrecht zu erheben und dabei einzumahnen, dass der Mangel an Menschlichkeit mit dem Mangel an Kultur und der Geringschätzung von Kunst einhergeht. Ihr Engagement für eine tolerante Welt spannt sich von international beachteten publizistischen Interventionen bis zur Mitarbeit an Projekten in Stadtteilzentren, Gefängnissen oder Krankenhäusern und ist getragen von der Überzeugung, dass Kunst und Literatur das Leben erhellen und dabei helfen können, den Herausforderungen unserer Welt empathischer zu begegnen. Ich gratuliere von ganzem Herzen. Die Würdigung der Preisträgerin wird nun Sonja Zichgriff vornehmen. Vielen Dank, Benedikt Vöger. Die Laudatio für A.L. Kennedy hält, wie gesagt, Sonja Zegri. Ein herzliches Dank dafür nach München. Sonja Zegri ist eine deutsche Journalistin und Autorin. Seit 2015 leitet sie zusammen mit Andrian Greie das Ressort Feuilleton der Süddeutschen Zeitung. Sehr geehrte A.L. Kennedy, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer. Die schottische Schriftstellerin A.L. Kennedy bekommt den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln. Ohne der Geehrten, also Ihnen, liebe A.L. Kennedy, zu nahe zu treten, wage ich die These, dass es Menschen gibt, die diese Wahl für verfehlt halten. Toleranz in Denken und Handeln einer Literatin zu attestieren, die einen Mitmenschen als stammelnde und watschelnde Jammerfigur bezeichnet, als Loch der Löcher, als schläfriges, verwöhntes Gesäß oder kurz Popo den Todesclown, das ist eine Entscheidung, die sich nicht auf den ersten Blick erschließt. Sie tut es allerdings auf den zweiten und dann ist sie, wie wir sehen werden, zwingend. Die zitierten Passagen stammen aus A.L. Kennedys Brexit-Kolumne Affentheater, die wir im Feuilleton der Süddeutschen Zeitung von Januar bis März veröffentlicht haben. Und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass A.L. Kennedy uns mit ihrer Kolumne immer wieder überrascht hat. Jedes Mal, wenn wir dachten, jetzt fällt ihr bestimmt nichts mehr ein, jetzt hat sie den britischen Premier Boris Johnson mit Passagen wie den obigen publizistisch endgültig erledigt, fand A.L. Kennedy neue, drastische Bilder, erklomm sie ein neues Niveau der Empörung, unermüdlich, unerbittlich. Es sei nicht verschwiegen, einigen Lesern war das zu viel. Die meisten aber liebten sie für jede neue haarsträubende Wendung nur umso mehr, für ihre grenzenlose Fantasie, ihr präzises Sprachgefühl, dafür, dass A.L. Kennedy Ehrfurcht nur dort zeigt, wo sie es nach humanistischen Maßstäben für angebracht hält. Nationale Heiligtümer beispielsweise gehören nicht dazu. Big Ben, Londons Stolz, ist für sie Englands größter Dildo. Die dynamisch vorgetragenen Beschimpfungen oder Grausamkeiten sind eine literarische Camouflage. Sie lassen keinen Raum für Sentimentalitäten. Aber in Wahrheit schreibt Kennedy über einen Ozean an Verzweiflung. Ihre Flüche haben nie etwas Rotziges oder einfach nur Dahingesagtes. Dafür sind ihr Worte zu wichtig, ist die Wahl und die Wirkung von Worten eine viel zu sensible Angelegenheit. In ihrem Roman »Das blaue Buch« schreibt sie: »Jedes Wort kann Zauberkraft entfalten, wenn du es nur richtig anzuwenden weißt.« Das blaue Buch handelt von zwei Betrügern, die ja durchaus über magische Fähigkeiten verfügen müssen, sonst könnten sie ja die Mitmenschen nicht so täuschen. Diese richtige Anwendung von Wörtern aber ist schwierig. Sie ist risikobehaftet. Sie kann in Beliebigkeit oder Wirkungslosigkeit enden oder sich in der Mehrdeutigkeit verlieren. Ebenfalls im blauen Buch heißt es: Gibt es überhaupt irgendeine Bedeutung, die sich nicht vervielfacht? Ist überhaupt irgendetwas bloß es selbst? Eine wunderbare Performance von A.L. Kennedy heißt Words.
Den Text können Sie in Ihrem Essayband Schreiben nachlesen. Darin beschreibt sie auf schonungslos komische Weise ihr Heranwachsen in der schottischen Stadt Dundee, die man sich als Deutsche offenbar als eine Art langweiligeres Kiel vorstellen muss. Sie beschreibt aber auch den scheuen Eigensinn eines außergewöhnlichen Kindes, das sich ganz in Schwarz kleidet und an Hinken vortäuscht, um interessanter zu erscheinen. Bei ihrer Einschulung kann sie bereits lesen, denn ihre Mutter hat es ihr beigebracht, mit Schriftstellern wie J.R.R. Tolkien, E.E. Cummings, C.S. Lewis. Von diesen Literaten übernahm sie nicht nur die Idee mit dem Initial. A.L. steht für Alison Louise, wie wir wissen. Sie übernahm auch den Glauben an die Macht des Wortes. In der Schule war das alles erstmal nicht von Vorteil. Sie habe sich nach Kräften bemüht, ihren Vorsprung im Lesen zu verbergen, was wiederum zu einer Verkrampfung geführt habe, die sich bei ihr als Buckel zeigt. Zusammen mit dem vorgetäuschten Hinken und der schwarzen Kleidung sei es darauf hinausgelaufen, so Earl Kennedy, dass sie ihre Grundschulzeit wie ein Zitat sehr kleiner Richard III. Zubrachte. Auf den Internetseiten der Berliner Mosse Lectures kann man sie in ihrer Performance sehen. Und wenn Sie erlebt haben, wie A.L. Kennedy sich dabei verwandelt, wie sie schrumpft und sich auf groteske Weise einrollt und sehr frei nach Shakespeare murmelt, "Now is the playtime of my discontent", dann begreifen Sie, warum sie sich auf ihrer Seite, ihrem Blog, als Writer and Performer vorstellt. A.L. Kennedy ist auch eine große Darstellerin. Geblieben ist von jener Kindheit im Schatten der großen Dichter die Überzeugung, dass derjenige, der die Worte findet, ein Stück Welt gestaltet, ein Stück seiner eigenen Welt, aber auch der Welt der anderen. Dabei lässt sich das Verhältnis von Mensch und Wort nicht als einseitige Abhängigkeit beschreiben, vielmehr ist es eine Art gegenseitiges Aufeinander-Angewiesen-Sein. Nicht nur brauchen wir die Worte brauchen auch uns. Ohne uns verschwinden die Worte, sagt A.L. Kennedy. Ohne Worte bleiben wir namenlos, still, fremden Floskeln ausgeliefert. Worte zu finden, ist ein Akt der Kontrolle über die eigene Existenz, eine Selbstermächtigung, eine Befreiung aus Unsicherheit und Einsamkeit. Und wer wäre in diesen Zeiten, wo eine schottische Literatin nicht nach Österreich reisen kann, um einen Preis entgegenzunehmen, wo Laudationes online aus Berlin zugespielt werden, wer wäre in diesen infizierten, isolierten Zeiten nicht hin und wieder einsam? Wer je in Romanen oder Erzählungen den Trost einer anderen Stimme, eines anderen Menschen fand, der kann das Wunder der Worte leicht nachvollziehen. Was aber ist mit den Texten jenseits der Literatur, mit politischen Essays, aktuellen Analysen, mit Kommentaren, Kolumnen, kurz Texten zur Gegenwart? Gilt da heute nicht noch viel mehr jener Satz aus dem Blauen Buch, dass sich jede Bedeutung vervielfacht, dass alles auch anders gedeutet und begriffen werden kann? Für die einen ist der Ausgang der US-Wahl ein unumstößliches Ergebnis, für die anderen eine Fälschung. Für die einen ist Covid-19 eine Krankheit, für andere eine Verschwörung. Selbst die Wissenschaft spricht offen darüber, dass Wahrheit und Erkenntnis etwas ist, dem sie sich stets nur annähern kann. Unumstößliches, nicht verhandelbares Wissen ist selten geworden, so scheint es. Ist überhaupt was nur es selbst, um es mit A.L. Kennedy zu fragen? Oder kann alles nicht zwangsläufig immer auch etwas anderes sein? Vielleicht sogar das Gegenteil, je nach Perspektive, je nach Sprecher. Wir begreifen inzwischen, dass es in unseren, also den westlichen und vor allem europäischen Gesellschaften, nie einen allumfassenden Konsens über die Beschreibung der Gegenwart gab. Einen Konsens, an den wir lange glaubten. Das kollektive Einverständnis über die Verteilung von Geld, Macht, Aufmerksamkeit, kurz das kollektive Verständnis gemeinsamer Werte, muss eine Illusion gewesen sein, sonst wäre Europa und die Welt vom Brexit oder Donald Trump oder der AfD nicht so kalt erwischt worden. Wenn wir über eine wünschenswerte Zukunft für den Kontinent sprachen, hatten andere offensichtlich ganz andere Ideen im Kopf und sie hatten ganz andere Pläne.
Angesichts so wenig belastbarer Fundamente aber wirkt der Glauben an die Macht der Worte plötzlich fast naiv. Könnten Schriftstellerinnen wie A.L. Kennedy nicht viel mehr erreichen, wenn sie die Gegenwart in ihre Fiktion aufnehmen und sie dort unaufdringlich und diskret abhandeln? Ihr Roman »Süßer Ernst« erzählt von zwei Menschen, die das tun, was die Menschen in ihren Büchern fast immer tun, ängstlich, trotzig, hartnäckig, sie suchen einen anderen Menschen. Aber der Hintergrund dieser Literatur sind die Deformationen der Vor-Brexit-Ära, die Vernachlässigung breiter Schichten der britischen Gesellschaft, die in Katastrophen wie dem Brand im Grenfell Tower gipfeln, die Schicksale der Verlierer im Banken- und Oligarchenparadies London. Wäre die Umschmelzung von nicht-fiktionalen, aktuellen Ereignissen in Fiktion, die Imprägnierung mit dem Ewigkeitsanspruch der Kunst, nicht die wirkungsvollere, erprobtere, auf jeden Fall auch geschütztere Methode, sich einzumischen? Warum sich ins Getümmel einer überreizten, übersättigten Diskursmeute werfen? Warum sich dem Missverstandenwerden so aussetzen? Ich weiß nicht, ob A.L. Kennedy sich diese Frage je gestellt hat, ob sie als Schriftstellerin nicht umgekehrt argumentieren würde, dass doch Literatur eine eigene Wirklichkeit schafft. In jedem Fall muss sie eine Antwort darauf gefunden haben. Und diese Antwort ist ein Glück für uns. Denn bei allen Unterschieden zwischen beiden Formen gibt es in der Art, wie sie sie einsetzt, eine Gemeinsamkeit, ein verbindendes Element, etwas, das das eine erstaunlich nah an das andere heranrückt. Und das ist das Vertrauen in die Formbarkeit der Welt. Man kann seine Umgebung gestalten. Zu den erstaunlichsten Zügen im Werk von A.L. Kennedy gehört, dass dieses Vertrauen offensichtlich durch nichts zu erschüttern ist. Sie schrieb so lange gegen den Brexit an, bis der Brexit beschlossen war. Und seitdem schreibt sie gegen diese Entscheidung an, als ließe sich das Steuer der Geschichte noch herumreißen, das Schlimmste verhindern, als ließen sich die Uneinsichtigsten noch zur Besinnung bringen. Sehr wahrscheinlich wird nichts davon geschehen. Aber in dieser Unerschütterlichkeit, der Unerschütterlichkeit, in der man auch das Mädchen findet, das ausschließlich schwarze Kleidung trug und so tat, als hinke es, ganz gleich, was die Umgebung sagte, liegt auch etwas Tröstliches. Wenn sie sich nicht unterkriegen lässt, dann weiß sie vielleicht etwas, was wir nicht wissen. Dann muss es dafür Gründe geben. A.L. Kennedy wird oft beschrieben als Expertin für die abgründigen, auch grausamen Seiten der Liebe. Und das ist sicherlich nicht ganz von der Hand zu weisen. Was damit aber auch einhergeht, ist ein untrügliches Gespür für Konstellationen der Macht. In Beziehungen, privaten, intimen Beziehungen, aber auch politischen und sozialen Beziehungen. Der Schwache ist nicht immer hilflos, der Starke nicht immer überlegen. Ganz gleich, wer oben und unten ist, A.L. Kennedy wird die wahren Verhältnisse mit dem Instinkt eines Lawinenhundes erkennen. Vertrauen wir uns an, ihren Texten, ihren Büchern, ihren Performances, dann finden wir sicher ans Licht. Herzlichen Glückwunsch. Sie hörten die Laudatio von Sonja Zegri auf A.L. Kennedy. Ich bitte nun Benedikt Vöger um die symbolische Preisüberreichung. Der österreichische Buchhandel, vertreten durch den Hauptverband des österreichischen Buchhandels und den Fachverband der Buch- und Medienwirtschaft, verleiht A.L. Kennedy den Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln. Krems an der Donau, 22. November 2020. Danke sehr. Ich freue mich. Vielen Dank. Wir hören nun ein weiteres Musikstück von Mario Roms Interson.
Danke, Mario Roms Interson. Wir schalten nun wieder zu Rosie Goldsmith nach London. Hello Rosie. Hello, Walter. It's your turn now, please. It's my turn. Well, does that mean I have Alison Kennedy all to myself? I'm really, really delighted. And Alison, for all the English-speaking viewers and so on, congratulations on winning this incredible honorary award of the Austrian Book Trade for tolerance and thought and action. That's amazing. I'm going to ask you, first of all, do you consider yourself a tolerant person? I sort of hope not. I mean, I know what the word means, and it has this kind of meaning of we'll be nice to people, but I don't know why we chose that verb. Because if I said to you, I tolerate you, Rosie, this, it's rude. It's not even the minimum. And in German, it has a similar connotation, you know, tolerieren or tolerance. They, you know, tolerieren is also slightly negative. Yeah, next to good. So it sort of, it tells you a lot about how we treat strangers, that the best thing you can do is tolerate them. You know, you should really be looking for sort of loving and understanding and actual human contact. Now, you've been hearing all these incredible speeches and words of praise for you and your writing and so on. And in a way, I wonder, does it make your heart sing that you're getting this from Austria, from the rest of Europe, in this incredibly difficult time? I mean, this is a country that really, really appreciates you, as we do, but... It makes me exceptionally proud. I do not understand it, and I may sort of disagree. I feel that if I'm an example of tolerance and all of these things, we're probably not doing terribly well. You know, I try and make my work better than me. I try and make my work. You know, when I started, I definitely had a moral purpose, and I've stayed with that, so if people have noticed, that makes me very happy. But it has to be about my work and not about me, so I stand aside from, you know, I'm a Scottish Calvinist, so none of this sits well with me as a person. But I love literature, and I love that people take it seriously and understand its potential and what it can do, and that they would reward that. I find that infinitely admirable, and that, you know, there are prizes like this, obviously not in Britain, and none of those speeches would have been made in Britain, and everything would have been terrible or laughable. And, you know, we really have committed cultural suicide. So it's delightful to get a breath of fresh air. It's quite wonderful for me also to hear it. And obviously the fact that it's for you and somebody also I admire very much. And there is this in one of the speeches, there was a phrase used that culture is not a luxury. It's like being stabbed in the heart, because we're literally being told every day that it is, and you should retrain. Retrain in cyber, whatever retrain, it's not even English. Yeah, there's no support for the arts. It's just being allowed to wither, because it gives a voice to people who aren't in government and who aren't in the media, which is the same as government. And now they just amplify each other and save people who are letting us die. So the fact that we have to, in Britain, because we're also on the 31st of December, we are exiting the European Union, which is a terrible and awful blow. But does this mean that we have to exercise a new kind of tolerance as we leave? We cannot simply be angry about this. No, anger is no use. Despair is no use. Anger is no use. It consumes you. We have to be violent, you know, aggressively happy, aggressively European, aggressively stating what is good about Europe, what is good about being joined to a cultural history, what is good about culture. And, you know, this has already started. Europe is more popular in the UK now than it has ever been. and that's not going away. And, you know, once we've had
lorries stuck in a quagmire full of rotting fruit for 2 or 3 months. Hopefully it will break what is a cult. You know, it's a belief system. It's not based on fact. It's this bizarre psychologically engineered blending of narcissistic fantasy national pride and, you know, a little package of reasons for pain that's caused by something else entirely. But, you know, Cambridge Analytica and Facebook, they have all this information about what would work on people. And we were the first big experiment for what narratives do you give people in order to get them to act completely against their own interests and to give power to the most utterly reprehensible people available. And to still wave the flag as tens of thousands of people die unnecessarily. Now, in your latest books, and these are the first is in English, which has appeared this year, which is your collection of short stories, We're Attempting to Survive Our Time, which couldn't be a more perfect title for what is happening at the moment. Of course, you wrote it before the pandemic, but that hasn't yet been translated into German. But the other from last year, The Little Snake, originated in German, and that was in English as well, The Little Snake. Now, this is a fable as well, and it's also a lesson in life and death and kindness. Now, these words, kindness and tolerance, they are absolutely integral to your work, and people often describe your writing as humane, looking at humanity. And you have a profound insight into that in all your stories. So that search for humanity, for tolerance, is so important to you in your writing. I don't know. I mean, I just think I'm normal. I'm just trying to be normal. Normal has moved. But if I'm good at my job, which is why our current government hates culture, if I'm good at my job and I present you with a fictional person-like person into whom you can enter, then you will practice empathy and be the reverse of sociopathic thinking, which is what we're having forced on us day after day. And that has an effect, you know, on one person and then another person and then another person. If you truly believe that other people are as valuable and complex as you, and that if somebody is strange, it's possible to understand them, then you don't, you know, have the situation that we have here. So, but you know, it's just my job to make people that you can believe in. If I just try to do my job well, it has this democratic effect and emotional effect, because, you know, at the moment we're in this country where if you read 1984, there's this point where they're in the cinema and they're watching a film of people being machine gunned floating in the water. We are so close. We now have broadcasters filming little boats of refugees where they're in trouble and they might sink, and people cheering. This is despicable, and it will destroy us. This will always come back and destroy us. This hatred will always come back, and it is destroying us. You know, 70,000+ of us. Now, you're very honest about your feelings, and you also portray people who are, in a way, they're people who struggle, and they're outsiders, and you look at their inner landscapes, and they come out and they're doing their best. Now, this is also like a statement, surely, for, you know, how we have to cope with life. Yeah, well, you know, we need each other. At the moment, the narrative in this country is you're born a certain kind of person, and that means that you are blessed by God and you should be important. And that's just about money. There's no narrative that we're here to help each other and that you need friends, and that eventually you always need friends. And the more friends you have and the more different friends you have, the better off you will be. But particularly in England, you know, as a Scot in England, the thing that I probably noticed first was there's this caste system with people above a certain class that you can't even talk. You know, you couldn't talk to a homeless person because they would infect you with homelessness and misfortune. It's this real superstitious
kind of way of looking at people who are below a certain social level. And it means that all of those people are supposed to be unheard. And really that social level only involves a few hundred people. So the country is being run for the benefit of a few hundred people. And that's, you know, unsurvivable and insane. Who are the people you respect? What kind of people do you respect? I suppose I respect kind people. I respect useful people. I respect people who have a right sense of their own scale. People who are creative in, you know, like if I think of Josie Long, she's a stand-up comedian, but she decided there had to be, along with one other person, she decided there had to be arts funding for people who wouldn't normally have access to it. And from two people having that idea, they now have this almost national across England network of sponsors and mentors, so that young people from, you know, difficult backgrounds can become actors or writers or cameramen or makeup artists or whatever they want. And that kind of thing, you know, is admirable. And as far as literature goes, I think it's interesting how, and it's probably very difficult to accept the fact that there are so many people praising you for all the wonderful things you do. I know that you're finding it hard. It's not difficult, it's impossible. But that's okay. I think that's fine. You know, I'm supposed to try the best I possibly can to do what I do. If I accept that it's already wonderful, this is the disaster for me. So as far as your literature goes and the comfort it gives, I mean, do you think that that's what literature should do? And is that what writing does for you? Does writing give you comfort? I mean, you describe writing itself as a miracle. Sure, you're making something exist that never did. It's absolutely miraculous. At one end, you have these terrible lies that our politicians tell, which it demeans you to even try to believe. And at the other end, you have something that's supposed to give people company, you know, during the lockdown. What was keeping us going? Music, singing, looking at dance, reading books, hearing poetry. You know, the thing that sustained us and that's useful and powerful and remarkable and that keeps us alive in hard times tends to be art. You can't ignore that. And we had this big reminder in March, April, May. If you stand on your balcony and sing to your neighbors, they'll get through the next couple of hours. But you have to acknowledge that there is pain, that people don't deserve it, and you should do something to relieve it. In this country, pain is a curse that means you're unworthy of help. That's very difficult to live with. But there are ways to counteract them. You've already spoken about that. And I think that you very powerfully in your writing deliver, even if you don't want to call it a message, there is something there, which is love and humanity. If I'm thinking of Serious Sweet, which is a glorious love story in so many ways, it's about love, it's about good, it's about beauty. And those are things you believe in, surely. Well, what else would you write about? That's everything it's worth writing about. That's what's interesting. Torture isn't interesting. You have to be ill to like torture or doom or misery. The things you talk about, people in some cases who are having that inflicted upon them, but you know, you don't want to like it and stare in a peculiar manner, which is again what our media, and that's easy. Being fascinated by evil is the easiest, most boring thing, and it never ends well. It can't sustain itself. Is it more difficult to be tolerant and loving? It feeds you. You know, there are irritating people. You know, when our prime minister got COVID, it's very difficult not to hope he dies. You know, I'm not a magnificently nice person. And he truly does test your patience. But it's just a thought, and you can think another thought once you've had it.
Do you think we as individuals with, you know, positive engagement can actually change the course of history? Sure. Yeah, you go. Yeah, I mean, this idea that one person is can't change anything. One person always changes everything. And then they talk to other people, and then everybody changes everything. That's how it starts. We've had that narrative of, no, you're powerless and alone, never give to charities, they can't do anything, they steal the money. You can do nothing, be hopeless, be alone. No, 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 no. Not true, never been true, but it keeps you very passive. But no, if we go out today, at the moment, we can't smile at people because we're wearing masks. But in a normal day, if you go out and you smile at somebody and then they smile back, and then they smile to somebody else, and then you smile to somebody else. Just that. The chain reaction. And actually, yeah, it's always. Smiling here, virtually, yeah. Not virtually, in real life, you know, it makes me feel good to talk to you about these very heartfelt and passionate feelings that you have. And, the poem, the reading that we're going to hear, To Europe, On a Future Morning, which is so heartfelt and so passionate and angry. So, you know, is there too much anger in public life, and can we counteract that with tolerance? I don't know. Am I angry? If you state any of the facts that are about things that are happening in the UK, it's not a good list. Am I actually angry? I don't know. There's a sort of politeness in England, which you don't have in Scotland. So there's this thing of you're an angry Scot in London. It's like, I'm just saying there are things wrong. But you can't say there's anything wrong. Oh, I can understand you're upset. It's like, seriously, you would know if I was upset, and this is not it. So that's quite interesting. But I think you take the energy of the anger and you make it something else. I don't think anger is very useful. It's interesting, actually. I know, like, Joe Biden had been looking at Keith Olbermann talking about, at that point, a future president. And Joe Biden had lunch with him and said, how do you be upset about a situation without being angry? How do you do that? Because I want to communicate. I can't just scream. And people now are sort of saying, he's so calm. Why is he so calm? It's like, because he's really practiced being calm, because he has to say things to you and he wants you to hear. He can't just yell. So I thought, you know, it's interesting. It's interesting how much you can get away with by smiling. Yes. Or saying things in a happy voice. It's very hard to put some of the essays that I do for the BBC through the BBC. But if you say them as if you're smiling. On that wonderful note, with your amazing smile, and congratulations again on this prize. It's complicated. It's complicated. But with your work, honestly, just accept the praise and, you know, the wonder and the pleasure you give us, and also the comfort. Thank you, Alison Kennedy, so much. Now we're going to hear your reading, To Europe, On a Future Morning. Thank you again. Hello, I'm going to read something. It's a poem about the times we're all living in, but specifically about Britain. It's called Letter to Europe on a Future Morning. One morning in my country we will leave our homes, and on that morning we will be unmasked and in safe air. That first day, those first days, we will rush. I think we will rush. We will hug even strangers. We will hold hands. We will stand body to body, breath to breath, with whoever we have left. We understand the lives of others best by touching them. The lack of this has made a hollow space in us. We know it. Wake with it. Being born alone, we are condemned to reach out always over distance to each other. We fail to understand our separated secrets. We fill the absences of other reaching people with bad guesses and metastasizing doubts. Stand far enough away, live far enough away, and we will fail to know you. Stand just enough
at the edge of our long evening shadows, and our compassion for you thins and drifts. In this we are like other people, not so very bad, but careless. But on that day, the first when our confinements break, if an all at once day could ever happen, we would remember all our dead, our silent and domestic casualties. We would still look for them, because in so much happiness they should return to make us whole. In our dreams they were only shut away like us, and now their doors should open too. We do love the ones we love, and we will not forget them, and how they were worlds and magnitudes and wonders. Their ornaments and silliness and kisses, their eating meals and fears and promises. They're doing all the things the living do, as if they'll never have to fall. Some of us have photographs. We look at faces smiling into futures they don't have. We know the manner of their dying. We will not forget. In this we will be like quite normal people, like people everywhere, like you. We are like you. We are little human people, smaller than accidents and illnesses and death, smaller than governments and hatreds. We like breathing. We cry at kindness. We need regular laughter. We are pleased by watching dawns and sunsets. We are comforted by musics. We grow strong when we can feed on beauty. We need shelter, water, food, like other humans. We are like you. But our land is not like your land, not anymore. Years ago, gentle and slow and creeping years ago, we decided to do without beauty. Small people in the usual way, we agreed to be smaller. Not all at once. Just this gentle and slow creeping. We agreed that paintings were superfluous and sculptures were unnatural and costly. And music. Did we need so much music? And those actors up on stages who could pace about and gesture and speak with flawless grace, who could show us our better selves and let us lean against them, let us feel the stretch of standing unafraid. Did we need them? Should we trust them? Did we need anything, really? Superfluous people, bound to fall. What could we have the power to want? Strange minds among us gave us stranger choices. They picked the loudest of the broken and unwell and made them loud among us so that we could know and love them, and we did. We set them on various stages, in front of various lenses, and watched them while they reached down and blessed the tired constriction of our souls. They have addicted us to contempt. And we don't need dancers. Not when we can slip in drunken gutters and watch when others do the same and hate all those involved. Clumsiness is best, and only threat can fascinate, can grip the audience when skills are set aside. Then first the fear and next the rage are all the warmth we ever get. And that's not all of the poem, but I will finish there. Thank you for listening. Thank you. Thank you, Alison, for this wonderful reading. And thank you for the inspiring conversation with Rosie. Thank you very much. Now it's time to say goodbye. Benedikt Föger. No. Yeah, I want to be in Europe longer. No. Will you adopt us, please? We'd like to become Austrian citizens, please. Yeah. It's the first step now. next time we will meet here on stage in Klangraum Krems Minoritenkirche. Ich hoffe. Yeah. Ich hoffe auch. Yeah. Danke. All the best to you. Danke. Thank you so much. Okay. Tschüss. Thank you. Bye-bye. Bye.
Wir hören nun ein weiteres Stück von Mario Roms Interson. Thank you.
Mario Roms Interson, die wir in Kürze ein weiteres und letztes Mal an diesem Vormittag hören werden. Für mich ist es Zeit, mich von Ihnen zu verabschieden. Wir sind nun am Ende unserer literarisch-musikalischen Matinee. Vielen Dank an A.L. Kennedy, Mario Roms Interson, Rosie Goldsmith, Sonja Zegri und Benedikt Vöger. Am Ende der Europäischen Literaturtage 2020 möchte ich mich bei allen bedanken, die es möglich gemacht und die daran mitgewirkt haben, diese digitale Ausgabe aller Veranstaltungen zu verwirklichen. Ein großes Dankeschön auch an alle, die in den letzten Tagen den Livestreams gefolgt sind und mit ihren Kommentaren und Fragen die Europäischen Literaturtage 2020 noch lebendiger gemacht haben. Nächstes Jahr hoffe ich, Sie wieder hier im Klangraum Krems Minoritenkirche begrüßen zu können, zu realen Begegnungen mit internationalen Schriftstellerinnen und Schriftstellern bei den Europäischen Literaturtagen 2021. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntag und ehe wir noch ein weiteres Stück von Mario Roms Interson hören, sage ich schon zu Ihnen ein freundliches Auf Wiedersehen. We'll be right back.
Thank you.